Was hat sich heuer alles touristisch getan in Mauthausen? Heuer war ziemlich viel los in Mauthausen, touristisch gesehen. Ich denke nur an das große Countryfest im Juli. Da waren 400-500 Besucher da. Eine tolle Country-Band mit dem fantastischen Gitarristen der ehemaligen Gruppe Ille Krieg aus Linz. Darüber hinaus waren erwähnenswert die internationalen Tennis-Junioren-Meisterschaften in der neuen Tennishalle im Danubis Tenniszentrum Mauthausen. Da waren nicht nur die Spieler da, sondern auch die begleitenden Eltern, die müssen ja mitkommen. War natürlich toll für die Mauthausener Gewerbebetriebe, die waren nämlich alle dadurch ausgebucht. Ja, Mauthausen liegt ja am bekannten und berühmten Donauradweg am R1, der führt ja von Passau über Mauthausen nach Wien und wird heuer immer noch relativ gut befahren. Und wir haben jedes Jahr eine schlechte Nachricht aus Deutschland. Dort gibt es diesen Verkehrsclub der Radfahrer und der warnt seine Mitglieder immer wieder, die sollen möglichst, wenn sie Urlaub machen in unserer Region, nicht durch Mauthausen fahren, weil dort geht teilweise der Donauradweg auf einer normalen Ortsstraße, wo andere Autos auch fahren. Wir haben dieses Thema vor einigen Jahren schon aufgegriffen und haben uns überlegt, was können wir machen. Ein Vorstandskollege von uns hat dann festgestellt, es gäbe eine Alternative, und zwar könnten wir vom Westen in Mauthausen, von der Ortstaufe weg, direkt neben der Gusen und Donau die Radtouristen nach Mauthausen herlotsen, sodass im Wesentlichen im Zentrum wieder herauskommen und völlig gefahrlos direkt neben der Donau durch ein idyllisches Augebiet fahren, den Ort erreichen könnten. Wir haben von Mauthausen Tourismus und von Stadtentwicklung die ganzen Vorarbeiten schon gemacht, haben uns, glaube ich, in den letzten 3 Jahren mit allen möglichen Leuten, die da mitreden, auseinandergesetzt, ob das Via Donau Naturschutz oder was immer ist. Das hätten wir schon im Wesentlichen fast durch. Jetzt haben wir vor einem Jahr dieses Thema der Gemeinde Mauthausen übergeben und dort hat sich der Gemeinderat vor kurzem damit beschäftigt und gesagt, ja, das ist eine sinnvolle Sache und sie werden dieses Projekt dann über Förderstellen klarerweise in der Landesregierung weiter verfolgen, sodass man davon ausgehen kann, in den nächsten 3-4 Jahren fahren dann die Radfahrer, die Radtouristen nicht mehr auf einer Straße, wo andere Autos und Busse fahren, sondern sie fahren dann direkt neben Gusen Donau durch ein idyllisches Waldgebiet und reichen dann zufrieden den Donauwald Mauthausen, wo sie hoffentlich einkehren und nächtigen werden. Ich sehe da, ihr habt einen ganz tollen Folder entworfen. Über was kann man sich da alles informieren? Wir haben in dieser neuen Broschüre, in dieser neuen Tourismusbroschüre, die wir im Vorjahr nach, glaube ich, 3-jähriger Vorbereitungszeit veröffentlicht haben, die liegt in der Tourismus Info am Heidelkehr auf, ist gratis erhältlich. Da haben wir versucht, den Mauthausener Donaumarkt entsprechend abzubilden. Und zwar in erster Linie mit großen, schönen Bildern, die also den Charakter des Donaumarktes dementsprechend skizzieren, aber auch mit einem kurzen Begleittext, viersprachig natürlich. Und da kann man sich natürlich informieren über Kultur, Kulinarik, Einkaufen etc. Alles ist drinnen abgebildet. Und diese Broschüre ist wirklich ein Spiegelbild des Donaumarktes Mauthausen. Für die nächste Saison gibt es da schon wieder Ideen, Zukunftsvisionen, Projekte? Ja, wir haben schon wieder einiges in der Pipeline und zwar heuer noch beginnend mit einem Liederprojekt. Das wird eine ganz tolle kulturelle Geschichte. Da gibt es eine Fotografengruppe in Mauthausen, die haben riesige Bilder gemacht und zwar haben sie da Märchen abgebildet mit heimischen Bürgern. Und diese Bilder werden auf großformatigen Tafeln aufgezogen und sollen dann im Donaumarkt im Rahmen einer Ausstellung, glaube ich, im nächsten Jahr Mai präsentiert werden und dann anschließend, nachdem die ja mobil sind, in anderen Bereichen ebenfalls zu besichtigen sein. Aber darüber hinaus haben wir noch was Großes vor. Es gibt nämlich in Mauthausen ein tolles Platzerl, ein bisschen abgeschieden im Osten von Mauthausen. Da geht auch ein toller Wanderweg vorbei. Und dieses Platzerl, das eigentlich schon ein bisschen verkommen ist, das haben wir vor, dass wir dementsprechend renaturieren. Das wird ein tolles Projekt. Wir sind gerade am Überlegen, können wir das jetzt mit Lieder oder mit einer Interreg-Förderung sogar machen. Da geht es um einen Zuschuss, weil das doch einiges kosten wird, aber wenn das fertig ist und davon gehe ich aus im nächsten Jahr, dann wird das eigentlich das touristische Highlight werden in Mauthausen. Aber wer möchte momentan noch gar nicht
sagen dazu? Ja, da kann ich nur mehr Frohes schaffen und alles Gute für die Zukunft wünschen. Vielen Dank, Silvia. Danke. Danke.